2003 kam es im Umfeld eines russischen Sees zu einem mysteriösen Vorkommnis. Die Schwimmweste eines im Jemen angeblich verunglückten US-Soldaten trieb in den Gewässern des Biesdonne-Sees nördlich von Moskau. Doch wie kam diese dorthin? Der Fall war der Auftakt zu einer ganz neuen Ermittlung der großen Frage, ob es auf unserer Erde geheime Zivilisationen und unterirdische Verbindungen zwischen Kontinenten geben kann. Vergewissere dich, dass du das Video geliked und abonniert hast. Schreibe einen Kommentar mit "Ich habe abonniert" und ergänze eine Nachricht passend zum Videothema. Für besonders interessante Kommentare erhältst du ein Herz und dein Kommentar wird angepinnt. Wie kam die Weste in den See? Ein Mitarbeiter der Dorfverwaltung staunte nicht schlecht, als er 2003 am Besdonje-See in der Nähe der russischen Stadt Solnegnogorsk eine Schwimmweste der US Navy fand. Die Identifikationsinschrift zeigte, dass das Fundstück einem Matrosen namens Sam Belovsky gehörte, der auf der USS Cole gedient hatte. Der Zerstörer der US Navy war am 12. Oktober 2000 im Zuge eines Attentates im Hafen der jemenitischen Stadt Aden gesprengt worden. Bei diesem Unglück wurden 4 Seeleute auf tragische Weise getötet und 10 wurden vermisst, darunter Sam Belovsky, dessen Rettungsweste 3 Jahre später in Russland aufgetaucht ist. Von Sam Belovsky fehlte weiter jede Spur und es stellte sich die Frage, wie die Schwimmweste knapp aus dem Indischen Ozean in einen winzigen See nördlich von Moskau geraten war. Die Entfernung zwischen Aden im Jemen und dem Besdonje-See beträgt 4000 Kilometer, wenn man schnurgerade den Luftweg benutzen würde. Einige Paraforscher kamen durch diesen mysteriösen Vorfall erneut auf ein altes Geheimnis, das, sagen wir mal, gar nicht so geheim ist, denn in einigen Kreisen soll schon lange bekannt sein, dass im Erdinneren Gänge existieren, die sich 1000 Kilometer weit erstrecken und ganze Kontinente miteinander verbinden. Die Existenz solcher Tunnelsysteme soll aus bestimmten Gründen geheim gehalten werden. Natürlich gibt es auf dieser Welt sehr viele Gänge unter der Erde und Höhlen, die ganz normale geologische Formationen sind. Dazu gesellen sich aber fast auf jedem Kontinent eine ganze Reihe von Wegen und Tunneln, die offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs sind. Der Hauptunterschied besteht in der Perfektion und erstaunlichen Genauigkeit, wie Schächte, Tunnel und Gangsysteme bearbeitet wurden. Auf der Krim existiert im Tschatyldak-Gebirge auf 900 Metern Höhe eine Marmorhöhle, die sich kurz nach dem Einstieg in eine riesige Halle weitet. Im Anschluss befindet sich eine etwa 20 Meter lange Röhre, die vermutlich aufgrund zahlreicher Erdbeben zur Hälfte mit Felsbrocken gefüllt ist. Ursprünglich soll dieser Tunnel, der auffallend flache Wände besitzt, tief in das Gebirge hinein und schließlich bis zum Meer geführt haben. Die heute noch sichtbaren Wände sind erstaunlich gut in Schuss und weisen keinerlei Erosionsspuren auf. Sonst verändern in dieser Gegend Einflüsse durch fließendes Wasser den Kalkstein in einer ganz typischen Weise, doch solche Spuren sind in dieser Höhle nicht zu finden, was auf eine spezielle Bearbeitung der Wände hindeutet. Jüngsten Berichten einiger Krim-Höhlenforscher zufolge wurde unter dem Ay-Petri-Massiv ein riesiger Hohlraum und Tunnel entdeckt, die möglicherweise einst die Krim mit dem Kaukasus verbunden hat. Eine Expedition entdeckte im Kaukasus unter dem Uvarov-Kamm und gegenüber dem Berg Arus weitere Tunnel, die zur Halbinsel Krim und zu den Städten Krasnodar, Jesk, Rostov am Don sowie die Wolga-Region führten. Eine Abzweigung soll angeblich zum Kaspischen Meer in der Region Krasnodar geführt haben. Der Medwiezka-Kamm soll einst ein Knotenpunkt von Tunneln gewesen sein. Im Kaukasus ist in der Schlucht bei Jelinsek seit langem ein vertikaler Schacht bekannt, der pfeilgerade und mit einem Durchmesser von ca. 1,5 Metern in die Tiefe führt. Die Wände dieses Schachtes, der nachweislich mehrere 10.000 Jahre alt ist, sind so glatt, dass sie kaum natürlich entstanden sein können. Zudem weist das Gestein Spuren einer mechanischen sowie thermischen Bearbeitung auf. Hier und an anderen Orten, wo sonderbare Gangsysteme gefunden wurden, muss also die Frage gestellt werden, ob diese von Menschen oder einer anderen intelligenten Lebensform erschaffen worden sind. Insgesamt soll das geheime Tunnelnetz nicht nur die Krim mit der nördlichen Region Russlands verbunden haben, die weiteren Verbindungen könnten bis in die neue Welt und auf den nordamerikanischen Kontinent geführt haben. Geheime Tunnel in Westeuropa, Amerika, Afrika und Asien. An der Grenze zwischen Slowenien und Polen erhebt sich im Tatra-Gebirge der Berg Babia mit einer Höhe von 1725 Metern. Seit der Antike gibt es Geschichten, wonach der Berg ein Eingang in ein geheimes Labyrinthsystem sei, zu dem unter anderem auch Tunnel in andere Welten gehören sollen.
Bewohner des Dorfes Babia Gora wollen einst selbst in einem Gang gewesen sein, dessen Wände ebenfalls auffallend glatt gewesen seien, ganz so, als hätten Menschen sie erschaffen. Der Weg führte angeblich in eine Halle, von der sich mehrere Tunnel abzweigten. Den Legenden zufolge führt jeder Tunnel von hier aus in verschiedene Welten. Als Welten können auch andere Länder oder Kontinente verstanden werden. In England haben Bergleute vor gar nicht so langer Zeit beim Bau eines Tunnels in der Tiefe eine Treppe gefunden, die zu einem Brunnen führte, aus dem sonderbare Geräusche drangen. Der Brunnen reichte ungewöhnlich tief in die Erde hinein und es war nicht ganz klar, ob er tatsächlich zur Wassergewinnung diente oder einst eine Art Verbindungsschacht gewesen ist. In Nordamerika fanden Forscher ganz ähnliche Einrichtungen. Tunnel, die pfeilgerade in die Tiefe führen, Hallen mit sich abzweigenden Tunneln oder brunnenartige Gebilde, die weitere Schächte zu Tunnelsystemen sein können. Am Mount Shasta in Kalifornien gibt es ein Knotennetz, an dem verschiedene Minen zusammenführen. Die Minen sollen in Wahrheit weit mehr sein als nur Hinterlassenschaften des Bergbaus. Die Eheleute Iris und Nick Marshall fanden in der Nähe der kalifornischen Kleinstadt Bishop in einem Berggebiet namens Caso Diablo eine Höhle, deren Wände und Boden so ungewöhnlich glatt waren, als wären sie auf Hochglanz poliert worden. Zudem berichtete das Ehepaar auf glaubhafte Weise von hieroglyphenartigen Schriftzügen, die an den Wänden angebracht waren. An einer der Wände sollen sich sogar kleine Löcher befunden haben, aus denen schwache Lichtstrahlen strömten. Nachdem scheinbar sonderbare Geräusche in der Höhle zu hören gewesen sind, flüchtete das Paar und fand später den Eingang zur Höhle nicht mehr. Im Jahr 1980 wurde unweit der Küste Kaliforniens wiederum ein riesiger Hohlraum entdeckt, der sich über mehrere hundert Meter ins Innere des Kontinents erstreckt. Ein ähnliches Konstrukt soll in Idaho existieren. Dieses wurde unter anderem vom Anthropologe James McKean erforscht und dokumentiert. In Mexiko liefert die alte Höhle Satano de las Golondrinas Anlass zu Spekulationen. Mehr als 1 Kilometer tief und mehrere hundert Meter breit reichen die steilen, flachen und glatten Wände in die Tiefe. Dort trafen Forscher auf ein Netz aus Räumen, Passagen, Tunneln und Abzweigungen. Auch hier könnte es sich um einen alten Knotenpunkt interkontinentaler Tunnel handeln. In Südamerika sind auffällige Tunnel in der Nazca-Wüste Perus, in Ecuador und Chile bekannt. Zudem existieren in diesen Ländern Dutzende Geschichten über unterirdische Städte und ganze Zivilisationen, die im Erdinneren leben sollen oder einst dort gelebt haben. Die bisher bekannten Höhlen- und Gangsysteme Südamerikas sind teilweise mit einfachsten Zeichnungen versehen, was bedeutet, dass sie von primitiven Kulturen bewohnt oder zeitweise genutzt worden sind. Die Zeichnungen sind Hinweise auf das ungewöhnliche Alter der Gänge. Auch in Südamerika sind eine ganze Reihe Tunnel bekannt, deren Wände so glatt sind, dass sie wie Spiegel wirken. In Südostasien vermuten Forscher schon lange, dass sich der berühmte mystische Ort Shambhala in Wahrheit in Tibet unter der Erde befindet. Die tibetischen Tunnelsysteme sollen heute von buddhistischen Mönchen bewacht und beschützt werden. Es gibt einige Augenzeugenberichte von Menschen, die Shambhala sowie weitere unterirdische Städte und sogar eine fremdartige Zivilisation gesehen haben wollen. Fotografien oder weitere Zeugnisse werden von den Mönchen jedoch strikt unterbunden. In der chinesischen Provinz Hunan finden sich ergänzende Tunnelsysteme am Südufer des Dongting-Sees sowie südwestlich der Stadt Wuhan. Dort entdeckten chinesische Archäologen in einer runden Pyramidenkonstruktion den Eingang zu einem unterirdischen Labyrinth. Auch hier waren die Steinwände ungewöhnlich glatt und wirkten sorgfältig bearbeitet. Zahlreiche Zeichnungen in den Höhlen sollen neben einfachen Jagdszenen auch Wesenheiten zeigen, die ungewöhnliche Kleidung tragen und im Vergleich zu den restlichen Darstellungen unpassend, erhaben oder wie Götter wirken. Während Menschen auf den Bildern mit Speeren jagen, scheinen die fremdartigen Wesen über den Menschen zu fliegen, zu wachen oder als eine Art Übermensch unter ihnen zu weilen. Die Hallen unter den Pyramiden von Gizeh. Der Legende zufolge sollen sich unter den Pyramiden und insbesondere unter der Sphinx in Ägypten geheime Hallen, Räume und Gänge befinden. Einigen parawissenschaftlichen Thesen zufolge soll sich einst eine Überrasse dort in die Tiefe der Erde zurückgezogen haben. Diese Wesenheiten sollen einen gehörigen Einfluss auf das ägyptische Götterbild gehabt haben, beziehungsweise mit deren Gottheiten identisch sein.
Einer alten Überlieferung zufolge befindet sich unter den Pfoten der Sphinx die Bibliothek der Weisheit, die alles Wissen über diese Welt und den Kosmos enthält. Obwohl es Untersuchungen gegeben haben soll, wurden bisher keine Räume gefunden. Einige alternative Forscher berufen sich darauf, dass die Räume weit tiefer liegen, als bisher angenommen wurde. Tatsächlich gibt es Berichte, wonach ein Arbeiter kurz nachdem die Sphinx freigelegt wurde, im Inneren auf zahlreiche Räume und Schächte gestoßen sei. Er und ein herbeigerufener Wissenschaftler hätten im Inneren plötzlich vor einer Tür gestanden, die durch einen halbdurchsichtigen Vorhang oder eher eine sonderbare Energie geschützt war. Den beiden Männern war es unmöglich, diese Pforte zu überschreiten. Das ereignete sich im Jahr 1818. In der Gegenwart behaupten Wissenschaftler, dass es keine Räumlichkeiten in oder unter der Sphinx gäbe. Der Einstieg zu den Innenräumen soll sich auf dem Rücken sowie unter den Ohren befunden haben und erstaunlicherweise sind heute dort Spuren zu sehen, die Rückschlüsse erlauben, dass die Zugänge vor gar nicht so langer Zeit mit Zement verschlossen worden sind. Was können oder müssen wir uns nun über diese Entdeckungen denken? Könnte die Schwimmweste des Matrosen über geheime Tunnelsysteme nach Russland gelangt sein? Wäre es möglich, dass der Matrose überlebt hat und entweder wissentlich oder durch Zufall in eines der Gangsysteme geraten ist? Was denkst du? Ist das in irgendeiner Weise realistisch oder hast du eine ganz andere Idee, wie eine Schwimmweste von einem verunglückten Matrosen im Jemen in einem abgelegenen See in Russland auftauchen kann? Schreib uns deine ganz eigene Meinung und deine Ideen zum Thema unbedingt in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Verborgene Welten.